26. September 1914 fiel Heinrich Josef Ohlenforst. Der Krieg war nur 2 Monate alt. Hallo, ich bin Hugo Leuten. Ich bin geboren in den Niederlanden und wohne jetzt in Antwerpen, Belgien. Heinrich Ohlenforst war ein Großneffe meines Urgroßvaters und wohnte in Saaflen, Nordrhein-Westfalen, sehr nah an die holländische Grenze. Am 4. August 1914 ging er mit der deutschen Armee die Grenze hinüber beim Dreiländerpunkt in der Nähe von Aachen. Viel Gutes hatte er dabei nicht im Sinne. Obwohl, vielleicht hat er dieses Lied mitgesungen. Am 4. August 2014 beginne ich genau ein Jahrhundert später dieselbe Reise mit der Absicht, daraus einen schönen Dokumentarfilm zu machen. Von der Grenze bis an sein Grab verfolge ich den Weg seines Regiments. Tag auf Tag, 100 Jahre später, stehe ich auf demselben Platz, als er mal gestanden hat. Ein Belgier mit niederländischen Roots, der den Weg eines deutschen Vorfahrs verfolgt bis in Frankreich. Europäischer kann ich mir das nicht denken. Was ich gerne unterwegs erfahren möchte, ist, was hat ihn getrieben? Wo hat er gesessen? Wie ist er an sein Ende gekommen? Und gibt es heute noch Menschen, die jemals gehört haben vom deutschen Einzug in 1914? Vielleicht mache ich das alles, weil wir uns heutzutage in Europa zu wenig realisieren, dass wir an einem Bauernhof vorbeispazieren können, ohne dass der angezündet ist durch fremde Soldaten. Ohne Hilfe kriege ich dieses schöne Projekt überhaupt nicht über die Bühne. Jede Form von Unterstützung kann ich also gut gebrauchen. Sie können das schon durch mein Facebook und YouTube zu teilen mit Freunden und Familie. Beide Opfer 1914. Ich verspreche, aus der Reise einen schönen Dokumentarfilm zu machen. Meinen herzlichen Dank.